Every day I'm looking for a way to return to the time when everything was easy to learn. Don't know when it started to get so serious. Nach kurzer Fahrt sind wir jetzt hier angekommen auf dem Stellplatz in Forchheim. Haben hier noch einen wunderbaren Platz gefunden. Direkt vorm Wohnmobil auch noch Tische und Stühle. Das Ganze kostete 9 Euro, kann man mit Karte bezahlen oder auch mit Münzen, wenn man möchte. Sieht man da hinten auch noch Stromsäulen. Und jetzt gehen wir erstmal zu Fuß in die Stadt, um dann irgendwann im Keller beizulanden. Da hinten ist der Stellplatz. 100 Meter gegangen, kommt man hier an der Pecknitz, nee, Recknitz, ne? Raus. So, Amtsgericht, da wollen wir lieber gar nicht erst reingehen. Und dort geht es sicherlich in die Innenstadt. So, das ist jetzt die Innenstadt von Forchheim. Aufstieg zum Kellerwald. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ja, ich bin mir sicher eigentlich, Mann. Aber es geht jetzt schon schön bergauf. Da hinten sind jetzt einige Keller. Wir sind mal gespannt, wie offen die sind wegen Corona. Pech ist, dass man hier bei diesen vielen Kellern die Qual der Wahl hat. Gott sei Dank sind einige zu. Dann fällt es nicht ganz so schwer. Prost. So, das war jetzt unser Zwischenstopp in Forchheim bei den Bierkellern. Stehen auf dem Wohnmobil, stellt man es immer noch. Dort direkt geht der Radweg vorbei, wo man dann in die Stadt reinkommt. Man steht hier direkt am Fluss. Sollte die Recknitz sein. Und was wunderbar ist, dass man hier direkt dabei hat. Wir fahren jetzt weiter Richtung Tuchenbach. Und vorher geht es nochmal zur Fähr- und Entwicklung. Machen wir auch nochmal ein paar Bilder von. Lass mal einen Eindruck von diesem Platz. Das ist ja wirklich klasse, das ist für 9 Euro. So, nun verlassen wir den Platz in Forchheim. Aber vorher geht es noch zur Entsorgung. Hier vorne ist die Entsorgungsstation. Jetzt wird noch einmal gedreht, weil unser Wasserauslass an der anderen Seite ist. Schöner Stellplatz hier in Forchheim. Eigentlich alles vorhanden. Noch ein Stück vor. Vor. Halt! Ja. So. Das ist unsere Versorgung. Hier an der Station kann man auch nur ein bisschen Wasser nehmen. Also für 10 Cent bekommt man ca. 8 Liter Wasser. Also man braucht nicht 1 Euro reinschmeißen, wenn man nur ein bisschen Wasser braucht. Das finde ich sehr gut.
War ein sehr schöner Platz hier in Forchheim. Jetzt geht es weiter nach Tuchenbach. Und wie hat es dir gefallen? War gut hier, ja. Wir fahren hier nochmal öfter her. Ein Platz mit 23 Bierkellern ist immer noch sehr gerne gesehen. Und die Stadt selber war auch schön. Was ich immer super finde, sind diese kleinen Brücken, wenn man hier drüber fahren muss, wo man denkt, das kann doch gar nicht passen. Das passt natürlich. Und die Brücke hält uns sogar aus und der gute Mann dort vorne nimmt der passt auf uns auf. Passt auf und ich sag mal Dankeschön. Every day I'm looking for a way to